Jo. Das ist die Fähre, wo man sich mit eigener Muskelkraft über die Lippe ziehen kann. Die Baldur-Fähre. Ja, der Hambach. Wunderbares Ding, richtig schöner Bach. Ist meiner Meinung nach der viertgrößte Nebenfluss der Lippe im Lippe-Verbandsgebiet. Der größte ist natürlich die Stewa mit Abstand, sowohl vom Einzugsgebiet als auch von der Wassermenge. Gefolgt von der Ahse, der Seesäcke. Ja, und dann kommt der Hambach als nächster, meiner Meinung nach. Hambach, kann man sagen, liegt, der Hambach liegt so ein bisschen, ein Tacken mehr einzuschätzen als der Sicking-Mühlenbach oder auch der Rapphoffs-Mühlenbach. Zählt zu den mittelgroßen Nebenflüssen der Lippe. Also ich finde einer der absoluten, also einer meiner absoluten Lieblingsbäche. Was haben wir hier Schönes? Ah, nicht so schön, glaube ich. Gut, weiter geht's. Hat ein ziemlich großes Einzugsgebiet, auch lange, lange Quellarme, dem Wienbach zusammen, geht es da schon richtig weit Richtung Münsterland. Hat überwiegend auch schön kaltes Wasser, der Bach. Was für viele Fischarten natürlich total super ist, gerade im Mittellauf. Leider gibt es ein Problem, so schön die Mündung hier auch ist. Das ist nicht die Mündung. Hier läuft nur ein mini bisschen Wasser hier in die Lippe. Da seht ihr schon so Kanten für den Eisvogel, so Abbruchkanten. Aber wunderbarer Bach hier. Ja, wie gesagt, viertgrößter. Rapphoffs-Mühlenbach und Sicking-Mühlenbach, auch Dattelnder Mühlenbach, die kommen dann später dahinter. Hier fließt auch ein bisschen Wasser rein. Ein bisschen so, ne? Aber wirklich nicht weiter erwähnenswert, das ist jetzt nicht irgendwie die Hauptmündung. Wow, Moment. Ja, Lippe, Hambach. Jetzt kommen wir auch zu einem meiner Lieblingsplätze. Eigentlich verrate ich die ja nicht. Nicht alle. Aber den mache ich jetzt heute, weil er so glorreich ist. Ah, richtig schöner, ne? Super Bach. Der Hambach hat so sein westliches Einzugsgebiet und das östliche mit der Wienbach. Die fließen kurz nach dem Blauen See in Dorsten, fließen die zusammen. Dann haben wir hier natürlich die wunderbare Mündung. Also einer meiner absoluten Lieblingsplätze hier. Hier kommt das Wasser des Hambaches und er gießt sich in die Lippe. Ja.
Ach so, ja, was ich sagen wollte, das Problem. Das Problem ist natürlich, ne, so schön das auch ist, die Fische. Beim Anfang meines Videos ist das Pumpwerk. Das sind die Wasserhähne von Dorsten. Oder auch Dorstens Wasserhähne. Das ist natürlich für die Fische ein absolut unüberwindbares Hindernis. Und tja, ob das noch mal, ob es da noch mal eine Lösung für gibt mit einer Verlegung des Baches, das weiß ich nicht. Aber da kommt natürlich kein Fisch durch. Schade eigentlich, ne? Weil wie gesagt, der streckt sich so weit nach Norden mit seinem großen Nebenbach, dem Wienbach, dass da gibt es zwar genug Fische drin, auch richtig gute auch, ne? Aber die Durchgängigkeit, diese schöne Durchgängigkeit, die ist da an dem Pumpwerk halt zu Ende. So, wenn ich schon mal hier bin, ne, könnte ich das einmal auch mal zeigen hier. Hambachmündung.